Frage gut. an Herrn Wallbrink. Wenn er sagt, er ist der Rettungsschirm für die Bürger, was muss man machen, wie kommt man an ihn ran, woher weiß man überhaupt, dass es ihn gibt und alle diese Fragen? Also deswegen stehe ich ja hier. Nein, es ist eigentlich ganz einfach, Sie brauchen bloß anrufen oder wir sind also sehr präsent im Netz. Man kann also überall erstmal sehen, was wird da gemacht, wie viele Leute sind da, was machen die Leute da. Wir machen da was ganz Offenes und unsere Kompetenzen sind unterschiedlich, je nach Rechtslage. Es gibt ja Datenschutz ist ja nicht, also vielleicht vorweggestellt, Datenschutz ist ja nicht das Hauptziel, was wir haben. Wir wollen ja nicht Daten schützen wegen der Daten, sondern wir wollen die Privatsphäre schützen. Also ein nach dem liberalen Weltbild des Grundgesetzes auf jeden Fall grundlegendes Anliegen unseres Daseins. Und damit man die Person, die Privatsphäre schützen kann, muss man vieles schützen, unter anderem auch die Daten, die dieses Privatleben hinterlässt. Das geht dann los mit der Videoüberwachung oder mit Spuren, die wir hinterlassen im Bankenwesen oder muss ich bei jedem Preisausschreiben meine Adresse hinterlassen. Ne? Die werden ja nur gemacht, um Adressen zu bekommen. Muss ich jedes Mal, wenn mir ein Vorteil winkt, etwas preisgeben, mein Alter, meine Kaufinteressen, Motto, tausche Bratpfanne gegen Grundrechte. Ne? Also das heißt, wir sind dazu da, rechtliche Aufgaben zu erfüllen, aber auch datenschutzpolitisch darauf hinzuwirken, wie so eine Art Bürgerrechtsorganisation, nur eben als Behörde. Komische Sache, geht aber. Wir sind dazu da, in solchen Fällen, wenn der Bürger sich betroffen fühlt, missachtet fühlt, dann dort einzugreifen. Das heißt, sie gehen zu uns, sie kommen zu uns, sie rufen uns an oder melden uns an und dann tun wir das, was wir dann machen können. Ich wollte nur fragen, es geht die Initiative nur von dem Bürger aus, Sie anzusprechen und auf Missstände hinzuweisen, oder machen Sie es auch von sich aus, dass Sie etwas kritisch beäugen? Also wir halten unsere Nase in viele Sachen rein. Ne? Ja, Ich kann Ihnen sagen, datenschutzrechtlich fast überall, wo Sie die Nase reinstehen, da riecht das mittelmäßig streng. Also das ist alles nicht so, wie es sein müsste, wenn man die Rechtslage daneben hält. Ja, nicht? Ja. Aber wir sind 30 Leute. Ne? Das heißt, ich hatte eingangs schon gesagt, mit 30 Leuten können Sie Niedersachsen nicht untersuchen. Aber wir können natürlich dann, wenn etwas Auffälliges passiert, so wie jetzt auch wieder mit diesem neuen Urteil, was jetzt gestern und vorgestern gelaufen ist, da können wir dann sagen, macht schön Radau in der Presse und im Rundfunk und dann merken das alle und dann werden Sie wieder daran erinnert, dass Datenschutz eine Sache ist oder auch Persönlichkeitsschutz eine Sache ist, die immer wichtiger wird. Aber das ist eben, wenn Sie so die öffentliche Meinung ändern wollen, das kriegt man nicht in 3 Monaten hin, da braucht man dann 3 Jahre oder 5. Und vor allen Dingen, Sie brauchen nicht argumentieren, Sie brauchen immer Skandale. Ein Skandal bringt mehr als 1000 gute Argumente. Ja, klar. Noch die andere Frage ist, ist denn die Tendenz aufgrund dieser Verschärfung, dieser Problematik, dass Ihr Team auch mal aufgestockt wird? Oder müssen Sie mit einem Geldfundus denn auskommen, der schon unverändert ist seit Jahrzehnten? Also es sind in den letzten Jahren ein paar Stellen dazugekommen. Aber ich will Ihnen mal den Mut machen zu sagen, was der Datenschutz Sie kostet. Also der Datenschutz in Niedersachsen kostet Sie als Steuerzahler pro Jahr so roundabout 45 Cent im Jahr. Nicht? Wenn Sie jetzt mal überlegen, was Sie sonst für 45 Cent im Jahr kriegen. Ne? Da kriegen Sie nicht mal eine Mitgliedschaft in irgendeinem traurigen Verein oder sowas dafür. Nicht? Also das heißt, das ist alles nur so eine Art Mindestausstattung und ich muss auch sagen, in anderen Ländern, Bundesländern ist das auch besser. Nicht? Also wir sind da die sozusagen das rote Licht am Ende des Zuges. Aber auch da, es gibt zigtausend Lehrer, es gibt zigtausend Polizeibeamte, aber es gibt eben 30 Datenschützer. Und das ist die Frage der politischen Bewertung. Wir könnten viel, viel mehr machen, wenn wir mehr Leute hätten. Aber wir haben so viele Aufgaben, wir überwachen ja nicht nur die Wirtschaft oder den Privatmann, wir müssen auch die Behörden kontrollieren. Und also alles, was sich bewegt und regt und was irgendwo mehr macht, als auf der Stelle zu treten, ist ja datenschutzrechtlich irgendwann mal gefragt. Und das ist eine Sache, da braucht man langen Atem. In der Vergangenheit ist ja der Landesdatenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein immer hervorgetreten, zum Beispiel mit Facebook. Sperren und wir hatten ja auch in Hannover zum Beispiel Fahndungen über Facebook, dann wurde zwischendurch wieder mal alles gesperrt und dann wieder freigegeben. So, es macht so ein bisschen inhomogenen Eindruck, wenn man so in die Landschaft reinguckt, also vom hohen Norden.
im Süden scheint weniger der Fall zu sein. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat dann zum Abschluss, glaube ich, auch noch ein großes Interview gegeben und war so ein bisschen genervt. Wie sehen Sie jetzt mit der neuen Regierung, großen Koalition, eigentlich, wie geht der Datenschutz da weiter? Für Sie auch in Ihrer täglichen Arbeit, merken Sie etwas davon oder ändert sich da gar nichts? Also als ich vor 8 Jahren anfing, da habe ich gedacht, den nächsten Erfolg hat die nächste Generation. Also wie so ein Förster, nicht? Der den Setz reinsteckt und dann weiß, meine Enkel werden den Baum dann verwerten. Das ist inzwischen ganz anders geworden. Der Hinweis auf Schleswig-Holstein ist sehr aufschlussreich. Die haben, wenn ich das ausrechne, was die an Geld und an Personal haben, bezogen auf ihre Einwohnerzahl, dann müsste ich 300 haben. Weil die haben 1 Million Einwohner und haben 50 Leute und wir haben hier 8 Millionen Einwohner und 30. Also das ist eine Sache, die, da sieht man eben, dass da eine andere politische Wertschätzung dahinter steht und schon immer dahinter gestanden hat. Außerdem liegt das natürlich auch daran, dass der jetzige Datenschutzbeauftragte, also der Chef dieser Behörde in Schleswig-Holstein, viele Jahre in Hannover beim Datenschützer gelernt hat. Die zweite Frage war ja, oder die zweite Hälfte war die Frage nach der Bewertung, was wird aus dem Datenschutz denn so überhaupt auch unter den neuen politischen Verhältnissen? Und da kann man nur sagen, da gibt es verschiedene Ansätze. Es sind ja viele Leute. Die EU macht Datenschutz, der Bund macht Datenschutz, die Landesverwaltungen oder die Länder machen Datenschutz, die Firmen müssen auch Datenschutz machen. Jeder von uns sollte auch ein bisschen aufpassen, dass er sich nicht zu viel Spuren hinterlässt. Und da kann ich nur sagen, das Bewusstsein, dass man da aufpassen muss, dass es also nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, was da passiert, sondern dass man da auch ausgebeutet wird, dass man da auch oft gegen den Willen oder auch ohne den Willen zum Aas wird für Geier, die dann das, was wir da hinterlassen, einfach so auf der Straße aufsammeln und damit Geld machen. Da muss man aufpassen. Und diese Bereitschaft, das sehe ich schon sehr, die ist schon sehr gestiegen. Das ist natürlich immer eine Frage des Tempos, denn es passieren ja quasi im IT-Bereich vor allen Dingen eigentlich so alle 2-3 Jahre so mittlere Revolutionen. Erst eine technische Revolution und dann auch eine mentale, kulturelle, wenn man so will, Revolution. Bis das dann immer wieder erstmal wieder eingebaut ist, auf dem Hintergrund der Tatsache, dass die diese Revolution verursachen, in aller Regel ja davon profitieren, dass es schön heimlich alles läuft, weil man dann ja am besten das Geschäft macht. Also da muss man eben einfach dazu beitragen, ist eigentlich was für ein Schlusswort, zu sagen, wir müssen alle Skeptiker werden und aufpassen, dass wir nicht verarscht werden auf gut Deutsch. Denn das ist sehr einfach, weil sie ja sonst überall überlegen sind. Das Ding ist eine Kulturrevolution. Abgesehen mal von der technischen Sache, wenn Sie jedem, den Sie bisher irgendwann mal begegnet sind, sofort abfordern können in 5 oder 10 Jahren, wer ist das, was hat der schon alles auf dem Kerbholz, muss der mich kennen, kann ich den kennen und den sofort darauf anquatschen und so, dann können wir das Weltbild des Grundgesetzes, ein so ein liberales, auf Individualität geprägtes und Selbstständigkeit und Selbstverantwortlichkeit, das können wir dann so nach und nach wirklich in die Tasche stecken. Denn dann sind wir alle ausgeliefert und wo alle alles wissen. Das ist genau wie wenn sie, wo alle alles dürfen. Also Britannia rules the waves heißt ja nicht, es gilt britisches Recht, sondern es gilt britische Macht. Und das geschichtliche Beispiel zeigt, wir sind diejenigen, die darauf passen müssen, dass wir nicht sozusagen entweder uns halb freiwillig in Ahnungslosigkeit oder vor allen Dingen auch in Bequemlichkeit diesen Verhältnissen fügen. Und also jetzt auf die Brille zurück. Die Brille ist meiner Ansicht nach ein ganz hochgefährliches Ding. Das merkt man nicht erst, wenn man sie sieht, dann man weiß ja immerhin noch, wenn seine Brille kommt, man sieht es ja noch, dass sie noch da ist. Aber wer weiß denn, ob das Ding eingeschaltet ist und was man damit alles machen kann. Also da würde ich, wenn jemand mir mit so einer Brille gegenübertritt, dann würde ich umdrehen und weggehen. Danke, ich entreiche.